Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch, auch wenn ich mega zu spät bin. Worüber wollen wir reden? Über nichts? Das ist das Schwierige. Tatsächlich, also pass auf, ich habe ja jetzt wirklich Pause gemacht, weil ich ja erstmal gucken musste, wie geht es für mich weiter. Und tatsächlich habe ich in den letzten ein, zwei Wochen, ist es komplett aus dem Bewusstsein gerückt, dass ich überhaupt diesen Termin hatte. Davor hatte ich aber echt so diesen Gedanken, ich weiß tatsächlich fast nicht, worüber ich reden soll, weil es so selbstverständlich und normal geworden ist. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, könntest du deine Kamera noch ein bisschen kippen, weil man sieht fast nur deinen Kopf. Also wenn du, ja. Ein bisschen nach unten? Ja. So? Ja, so sieht man etwas mehr von dir. Danke. Ach, gerne. Wir sind halt alle das eine und das ist, Es fängt an, eigentlich wird das ja gleich erkannt, aber es fängt auch an, so tief reinzusacken, dass das so selbstverständlich wird, so normal. Das Interessante ist, dass ich mir wirklich überlegt habe, wie habe ich das übersehen können, mein Leben lang. Und das ist immer da. Das ist immer absolut klar. Also, dass es keine Trennung gibt. Dass das eine Illusion ist. Dass die Trennung wirklich nur Gedanken sind. Und wir alle dieses, also nicht nur wir alle, sondern alles einfach nur dieses eine Bewusstsein sind, in dem das alles geschieht. Und da gibt es keine, ich würde jetzt sagen Zweifel, aber es trifft es gerade nicht so. Warum der Verstand das übersieht und anzweifelt, das ist halt dieses Mysterium. Es ist, wobei das Leben selbst ja ein Mysterium ist. Aber und deswegen, ich bin tatsächlich ein bisschen, gerade im Moment, weiß ich gar nicht, was kann ich sagen? Was kann ich sagen? Außer dass dieser innere Frieden, der während der Suche gesucht wird, eigentlich permanent vorhanden ist und eben aufgrund der Suche übersehen wird oder aufgrund von Ablenkungen übersehen wird, aufgrund von Glaubens, von Vorstellungen, vom Erleben im Außen. Also wir erleben uns ja als Individuen, in der wir uns als abgetrennte Individuen und wir halten diese abgetrennte Welt für also diese, ne, ich und die Welt für so real, dass wir gar nicht, und orientieren uns so in dem Außen, was wir erleben und halten das für so wichtig und so real, also nicht, dass es nicht real wäre, aber für so, dass man damit immer irgendwas tun müsste, dass man immer einen richtigen Weg da drin finden müsste, ein Ding ist, dass wir die ganze Zeit eigentlich übersehen, dass das alles einfach nur passiert und das ganze Geschehen einschließlich mir, die ganze Welt, das ganze Leben, der ganze Alltag, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes
Sehen, jede Wahrnehmung, auch die Idee, dass da was passiert, also dass da Dinge geschehen, die ich beeinflussen müsste oder die ich verstehen müsste, um sie beeinflussen zu können, um sie in eine Richtung zu lenken, dass das alles Dinge sind, die einfach nur passieren, permanent und scheinbar, als ja auch dass sogar das eine Illusion ist, aber trotzdem diese am ehesten noch trifft. Und weil man sich in diesen Gedankengängen, dass man sich irgendwo irgendwas erkennen müsste, irgendwas verstehen müsste, das Leben begreifen müsste, um es leben zu können, dass einen letzten Endes das davon abhält, zu erkennen und zu sehen und wahrzunehmen, dass das alles gar nicht notwendig ist. Und diese Energie, dieses Verstehen wollen, dieses Lenken wollen, dieses Einfluss nehmen wollen auf diese Realität, die uns umgibt, in der ich mich als abgetrenntes Individuum wahrnehme, was einen Einfluss hätte, dass man sich so darin verlieren kann in dieser Vorstellung, dass man eben die ganze Zeit, obwohl das immer so ist, einfach nur aufgrund dieser Vorstellung wirklich übersieht, dass all das einfach nur passiert. Also ohne einen Grund, ohne ein Ziel, ohne etwas erreichen zu müssen, ohne etwas, all das ist einfach nur ein Geschehen. Und ein wunderbares Geschehen. Weil in dem Moment, in dem das erkannt wird, kann man sich halt voll darauf einlassen, mit allen Höhen und Tiefen. Und muss nicht mehr lenken. Und das ist dieser innere Frieden, dieser nicht mehr reagieren zu müssen. Man kann noch reagieren. Und man tut es auch noch, auf viele Dinge. Aber der Zwang, etwas verstehen zu müssen, der verschwindet mit der Zeit immer mehr. Und das nimmt bei mir auch, irgendwie ist da sowas wie, als ob das immer tiefer einsackt, auch wenn ich das nicht mache. Also da ist keine Instanz, die irgendwas tut, sondern das ist ein immer tieferes in diesem immer tieferes Aufgehen in allem, was ist und was passiert. Trotzdem im Alltag ganz normales menschliches Leben. Ja, weil der Alltag muss gelebt werden, aber auch das passiert einfach. Ja, das vielleicht dazu. Jetzt habe ich ja doch was erzählen können. Ich sehe gerade im Chat, gab es eine Anfrage. Bela fragt hier, hey Thomas, wie geht es deiner Freundin und Familie mit dem neuen Thomas? Danke. Ja. Ui. Tja, ich bin umgezogen. Also es kam zu einer Trennung. Was aber nicht nur damit zu tun hat, aber auch, weil mit meiner Freundin habe ich das nicht teilen können. Das ist zumindest am Anfang war mir das wichtig. Jetzt wird es interessanterweise unwichtiger, das teilen zu können oder zu müssen. Weil, aber das war's. Und trotzdem war da auch noch, ja, es hat auch menschlich einfach, also wir sind im Guten auseinander und es hat menschlich einfach nicht mehr funktioniert. Aber das ist nicht nur der einzige Grund. Ich glaube, das hat die Trennung einfach beschleunigt. Ich glaube, es wäre auch ohne diesen neuen Thomas dazu gekommen. Es ist schon länger, dass wir uns getrennt haben. Mein Sohn, also ich war alleinerziehender Vater, mein Sohn ist mittlerweile, der lebt sein eigenes Leben, er ist 26. Er ist da relativ offen, er kann gut damit umgehen, er versteht kein Wort. Also, er findet es irgendwie, er versteht es, er hat so ein paar Videos gesehen.
Ansonsten in der Familie, naja, ich gehe nicht groß hausieren damit, weil ja, ich kriege schon die eine oder andere Rückfrage, weil sich halt auch mein Leben durch diese Trennung und durch das, dass ich mich tatsächlich auch verändere, ohne das gezielt zu tun, sondern das passiert einfach nur, ich muss den Chat mal ausblenden, weil da kam jetzt gerade was rein, das bringt mich dann, wenn ich das sehe, das bringt mich dann kurz aus dem roten Faden. Was war jetzt hier eigentlich die Frage, auf die ich, jetzt muss ich doch wieder eingehen, da gar nicht hingucken. Die Frage, warum ich mich halt verändere. Irgendwie verändere ich mich, das bringt es mit sich, das ist so ein Ergebnis. Du kannst nichts mehr behalten, was nicht zu dir gehört. Das ist aber kein aktives Tun mehr. Da findet dann sowas wie, eigentlich passt die Frage, die da drauf kommt, Federleicht fragt hier, das passt gerade gut zusammen, deswegen ziehe ich die gerade mit vor. Federleicht fragt hier, betrachtest du dich als geheilt? Tatsächlich passiert sowas wie eine Art Heilung. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen, weil das nicht mehr, es passiert sowas wie psychologische Prozesse. Der Werner Ablass hat das eine Dekonditionierung genannt. Man legt sich im Leben gewisse Konditionierungen zu, um dazu zu gehören, ohne das zu bemerken. Das fängt mit der Kindheit an. Manche Sachen gehören aber eigentlich nicht zu diesem Menschen, der man ist. Und die gehen dann verloren oder transformieren sich. Das ist aber etwas, was von allein passiert. Es ist kein Zwang mehr dahinter. Das geht dann aber auch relativ schnell. Ich merke, das hört auch nicht auf, das findet immer noch statt. Weil, nehmen wir mal sowas wie Schmerz, der verdrängt wurde, der kann plötzlich hochkommen. Und weil da niemand mehr ist, der den unten hält. Also früher war da immer noch jemand, der funktionieren musste. Und eine Instanz, die vom Verstand her gesagt hat, ich muss funktionieren und gewisse Gefühle will ich nicht und die lasse ich nicht zu. Und das ist jetzt anders insofern, dass da nichts mehr gelenkt wird und nichts mehr gesteuert. Außer wenn ich wirklich funktionieren muss. Also nehmen wir mal beispielsweise an, ich bin im Büro. Da fängst du nicht plötzlich an zu heulen. Da gehört das einfach zu diesem Umfeld, in dem du dich befindest. Das ist auch kein aktives Steuern. Du bist in diesem Umfeld. Da machst du deine Arbeit und so. Aber wenn du dann abends nach Hause gehst dann, und bist zum Beispiel alleine, und dann darf alles hochbrechen. Also alles aufbrechen an Gefühlen und die beiseite geschoben wurden ein Leben lang und die dürfen dann auch passieren. Aber das ist wirklich ein Passieren. Es gibt niemanden mehr, der eher einen Heilungsprozess durchlaufen will, sondern es wird so etwas wie ein Heilungsprozess durchlaufen. Aber das ist nicht gezielt. Es ist nicht eine gezielte Richtung, dass ich mich irgendwohin entwickeln will, wie das vorher war, dass man bestimmte Vorstellungen hatte, wie ich sein möchte und da möchte ich mich hinentwickeln, sondern es ist ein Prozess, der irgendwie vollständig von alleine abläuft. Also ich habe keine Ahnung, wo die Reise mit mir hingeht. Da ist aber auch keine Angst davor oder so. Tatsächlich werden dann halt gewisse Gefühle erlebt, von denen man merkt, das sind alte Erinnerungen, Dinge, die man verdrängt hat oder wo man nicht wusste, wie geht man damit um, oder und die brechen dann durchaus auch mal auf. Und ich hatte jetzt auch wirklich die letzten 2-3 Wochen wirklich Momente, wo ich echt hier einen Abend gesessen und den ganzen Abend komplett durchgerollt. So richtig wusste ich nicht warum, aber war so ein
es muss jetzt sein und es ist irgendwas Altes, das musste passieren. Und man als Heilung bezeichnen könnte. Und da entsteht ein neuer Mensch im Vergleich zu vorher. Insgesamt gesehen, im Absoluten gesehen, ist das natürlich alles Quatsch. Also, weil, aber trotzdem ist ja diese Wahrnehmung aus diesem Körper, aus diesem Body-Mind heraus nach wie vor da. Und da ist schon noch ein Mensch. Ja, auch wenn da keine Person mehr ist, ist da schon noch, es bleibt schon sowas übrig wie, naja, der Mensch, der du wirklich bist. Und der wirst du irgendwie immer mehr. Wie auch immer, wo auch immer, wie auch immer der ist, das wird nicht geplant. Also da gibt es kein, wenn man vorher von Heilung und Persönlichkeitsentwicklung und solchen Dingen spricht, dann macht man sich, glaube ich, schon aus dem, also so habe ich das erlebt, aus dem Verstand sucht man sich sowas wie Vorbilder und so möchte ich sein. Und ne, also man hat ein Ziel, man möchte irgendwie dahin kommen. Man möchte irgendwie, man stellt sich vor, wie wäre die Person, wenn ich so und so wäre und wie kann ich dahin kommen. Also da ist immer so ein gezieltes, ja, nicht immer. Also in Therapie oder sonst wie in Psychotherapie geht es ja auch manchmal um Vergangenheitsbearbeitung. Aber auch Vergangenheitsbearbeitung ist auch so. Es gibt keine Vergangenheit. Es gibt sicher sowas wie verdrängte Gefühle, die aus meiner Sicht empfinde ich das so, dass die in den Zellen irgendwie gespeichert sind und noch erlebt werden wollen und die dann eben aufbrechen, weil niemand mehr die unten hält. Aber da gibt es kein gezieltes Lenken. Man bewegt sich immer mehr zu sich selbst hin, man wird immer authentischer. Und teilweise auch immer ruhiger. Teilweise. Also wenn Gefühle erlebt werden, können die sehr intensiv sein, egal ob das positive oder negative sind. Also viel intensiver als jemals vorher. Aber dieser innere Frieden ist von nichts unterbrochen, also auch von keinem Empfindungen von negativen oder positiven Empfindungen. Das ist das Erleben, was dann eben stattfindet, wo dann eben der Eingreifende fehlt. Der war vorher auch nicht da. Das ist auch nur eine Vorstellung. Aber diese Gedanken sind da. Diese Gedanken, dass man eine Person wäre, die etwas lenken würde. Wären diese Gedanken nicht da, würde eben sofort erkannt werden, dass die Gedanken obendrauf gesetzt sind. Also das, was passiert, passiert sowieso. Diese Gedanken sind etwas, was zusätzlich zu dem Geschehen passiert und nicht das Geschehen selbst betreffen, sondern die sind etwas, was zusätzlich zu dem Geschehen passiert. Und mit diesen Gedanken wird sich identifiziert. Das bin ich, das ist diese Person, das ist etwas, was etwas tun könnte. Und dann fängt das alles an, diese Wahrnehmung von ich kann und muss hier etwas tun, ich kann und muss hier etwas verstehen. Das ist alles der Verstand, aber das sind alles Gedanken. Das sind einfach nur Gedanken, die oben drauf sind. Und würden die stoppen, bliebe nichts übrig, außer dem Erkennen, dass das auch ohne diese Gedanken genauso weiter funktioniert. Alles. Und durch dieses Erkennen wiederum entsteht dann eben sowas wie, Moment, dann brauche ich ja gar nichts machen. Und aus diesem ich brauche gar nichts machen, entsteht dann dieses Zulassen, dass alles geschehen darf. Und daraus entsteht dann eben wieder dieses, dass auch die eigenen Gefühle erlebt werden dürfen, weil niemand mehr da ist, der die in Richtung lenken will. Natürlich ist es nach wie vor so, ich erlebe lieber was Schönes, als zu Hause sitzen zu wollen. Aber es ist auch nicht schlimm. Es sind einfach Gefühle, die erlebt werden. Also tatsächlich, selbst Schmerz ist was, wo ich jetzt nicht mehr... Früher war das immer bei mir sowas, das wurde so abgelehnt.
Und das ist nicht mehr da. Schmerz ist auch einfach Schmerz, das ist nicht. Thomas, da kann ich auch was fragen? Ja. Weil ich sehe gerade im Hintergrund, hast du Werner Ab, ein Buch von Werner Ablass stehen. Ja, weil ich will mir ein Bild von ihm, tatsächlich will mir ein Bild, weil Werner war mein Lehrer und ich vermisse ihn tatsächlich manchmal, auch wenn es natürlich keine Rolle spielt, aber man hat sozusagen Lehrer so ein spezielles Verhältnis, glaube ich. Und dann stelle ich mir sein Buch da gerne hin. Einfach, dass ich das Bild von ihm vorne drauf habe. Außerdem liebe ich seine Bücher. Also kann ich sehr empfehlen. Ich liebe seine Bücher. Vor allem, immer zu Hause ist wirklich das ist schon sehr tiefgehend. Also es ist schon sehr tiefgehend. Das verstehe ich heute erst. Heute ist es ein Hochgenuss. Während meiner Suche habe ich das nicht lesen können. Aber das hier, das Schicksal ist alles, ist das tollste Werk, was der Werner je geschrieben hat. Also das kann ich jedem ans Herz legen. Es ist sehr leicht zu lesen, sehr leicht zu verstehen. Und es ist ein unglaublich, finde ich, er bringt es so auf den Punkt und es lässt sich so schön lesen. Und es ist so freudvoll, das zu lesen. Und er geht halt auch mit allem so, er sagt auch immer dieses, mach dich nicht verrückt, ja, weil der Verstand, der macht sich gern immer wieder verrückt und er hat hier hinten diese, nach dem, er hat es ja Mindcrash genannt, ne, was da passiert und er hat da hinten in diesen, kommt so ein Abschnitt, der mir heute noch hilft, weil der Mind, also der Verstand, wieder neue Fallen sich schafft, in die man tappt und vor denen warnt er hier. Also was heißt warnen? Ne? Er weist einfach darauf hin, Mindfuck-Fallen nach der Desillusionierung zu beginnen und während des Dekonditionierungsprozesses. Und tatsächlich fand ich das super spannend, weil ich in alle reingetappt bin. In alle. Mhm. Und das fand ich wunderschön. Nein, nicht in alle. Ich sehe gerade hier Angst. Nee, hatte ich nicht. Aber sonst bin ich so ziemlich in alle. Also der Verstand versucht sich unbedingt zu retten. Wenn der, ist der Verstand leicht, dass ich? Oder? Ja und nein. Ja und nein. Weil der Verstand auch ohne ich noch funktioniert. Du brauchst den ja im Alltag. Also du musst ja, der ist ja dann, er rückt dann auf den Platz eines Werkzeugs. Mhm. Ja? Also der Verstand selber ist nicht das Ich, aber der Verstand erzeugt das Ich. Der Verstand thront so ein bisschen, durch die Identifikation mit dem Verstand, dass man sich mit seinen Gedanken so stark identifiziert, dass man denkt, ich bin meine Gedanken, entsteht das Ich oder entsteht das Gefühl eines Ichs. Aber es ist nicht der Verstand, der das Ich ist, sondern der Verstand ist so konditioniert und so stark gefordert und ist so stark gewöhnt, permanent aktiv zu sein und solche Gedanken auch zu erzeugen, die dir sagen, was du zu tun hättest, zum Beispiel. Ja? Also dieses mit diesem zu tun haben, ist was immer das ist. Ja? Also ich muss dies tun, ich muss das tun, ich muss jenes tun. Tatsächlich verändert sich genau das. Der Verstand entscheidet sehr schlecht, was man eigentlich tun soll. Er ist ein ganz, ganz schlechter, das stellt man dann erst fest, ist ein ganz schlechter Berater für viele Dinge, was man tun soll. Er ist viel, oder wohin man gehen soll, wie man sein Leben leben soll. Er ist ein ganz mieser Berater. Im Sinne von, dass es mir gut geht, im Sinne von, dass ich erfüllt lebe, im Sinne von, dass ich glücklich sein kann oder zufrieden. Ja? Er ist ein ganz, ganz schlechter Berater, weil er immer nur ein Ziel haben kann. Er kann immer nur teilen. Das ist seine Art, wie der Verstand funktioniert. Der Verstand ist immer
Nicht im Jetzt. Das Sein ist ja non-dual. Das Sein. Mhm. Aber der Verstand funktioniert nur in dieser 3D-Welt, nur in dieser Dualität. Und er kann nur trennen. Das ist sein der funktioniert einfach so. Ja? Muss ich das vorstellen wie so ein Schwert. Das kann nicht anders als durchschneiden. Weil es nicht anders funktioniert. Das kann nie was anderes tun. Und wenn man sich damit identifiziert, mit diesem Trennenden, und denkt, dann denkt man eben auch, dass das Ich das tun würde. Aber das ist eben ein Gedanke des Verstandes, der hochtrainiert und hochspezialisiert darauf ist, sozusagen wie die Führung zu übernehmen. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, als das fand ich sehr treffend, kündige deinen Verstand. Mhm. Im Sinne von nicht ablehnen, aber als Chef. Den hast du eingestellt als Aushilfe, als Hilfsarbeiter, den du durchaus brauchst als diesen. Aber der hat sich mittlerweile er sitzt im Chefsessel und breitet sich da aus und denkt auch so ein bisschen, er ist überhaupt das Wichtigste und ohne ihn funktioniert gar nichts. Dabei plappert er die ganze Zeit nur und nimmt sich selbst sehr ernst. Und diese Position hat er gar nicht. Und das ist das, was dann geschieht. Er rutscht einfach nur wieder auf seinen Platz als ein Werkzeug, was benutzt wird. Aber dieser Dekonditionierungsprozess, wie der Werner das genannt hat, das merke ich halt, der braucht seine Zeit. Er braucht wirklich seine Zeit. Bei mir ist auch immer wieder, der dreht da oben frei, aber mittlerweile verändert sich da auch nochmal was im Sinne von, ich glaube dem kein Wort mehr. Also was der da labert, das ist alles, was der da zu erzählt, zu dem Geschehen, und dass er alles verstehen will und alles verstehen muss und allem eine Bedeutung geben muss und ne, alles dieses. Ich nehme das eher immer so wahr wie, Gott, das passt so gar nicht dazu. Ja? Und dann lasse ich den halt labern und wen interessiert das? Da ist ja eh nicht ich. Also das ist eben Gedanken, es ist halt auch was erscheint. Und ja gut, dann sind die halt. Und manchmal halt noch mal ein bisschen aktiver, manchmal weniger. Aber sind diese Gedanken das Ich? Das Ich existiert halt gar nicht. Das ist halt das, was dann erkannt wird, dass das Ich auch nie existiert hat, außer als Gedanke. Mhm. Ja, es scheint ja auch irgendwie so eine Energie zu sein, oder die sich irgendwie doch... Selbst das, da bin ich mir jetzt unsicher. Ich hätte noch vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, ja... Gab es wirklich mal eine Trennungsenergie oder war selbst das nur eine Vorstellung? Wenn du mich ganz ehrlich fragst, muss ich heute sagen, selbst das ist nur eine Vorstellung. Dass diese Trennungsenergie mal real gewesen wäre. Dass es die überhaupt gibt. Selbst das Trotzdem, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe mich wirklich mal als abgetrenntes, als von der Außenwelt abgetrenntes Individuum wahrgenommen. Und ich meine das auch gefühlt zu haben. Aber wenn ich das heute rückwirkend betrachte, weiß ich nicht, ob dieses gefühlt zu haben nicht auch nur eine Vorstellung war. Mhm. Ich kann das wirklich nicht, ich würde dir das gerne ne, so klar, ganz klar beantworten. Ich kann es tatsächlich nicht, weil die Wahrnehmung hat sich nicht so gravierend geändert. Die Frage wird einfach nicht mehr gestellt. Das ist das, was wirklich anders ist. Die Frage, ob ich ein getrenntes, von der Umwelt getrenntes Individuum
bin, ist vollkommen bedeutungslos und wird deswegen überhaupt nicht mehr gestellt, weil es vollkommen unwichtig ist. Selbst wenn es so wahrgenommen werden würde oder in manchen Momenten passiert mir das ja auch, völlig bedeutungslos, weil es auch nur ein Geschehen ist. Also diese Wahrnehmung, mich als etwas Getrenntes, was etwas steuern kann, wahrzunehmen, vollkommen bedeutungslos, weil auch eben genau das einfach nur ein Geschehen ist, was passiert, auf das ich überhaupt keinen Einfluss habe. Weil da ist niemand, der irgendeinen Einfluss haben könnte. Und Du hast eben gesagt, dass Werner Ablass in seinem Buch das gut auf den Punkt gebracht hat. Was hat er denn auf den Punkt gebracht? Das? Für mich hat er es auf den Punkt gebracht. Also jeder hat ja seine eigene Herangehensweise. Also was denn genau? Das? Das, ja, was oder? Was das ist? Kannst du der das Werner sagen? Was ja, der Werner hat ja, ist ja von der, ist ja von der von der Sichtweise rangegangen, wie er rangeführt wurde oder wie er das entdeckt hat, um einfach in der Überprüfung, ob du jemals mal was entschieden hast. Also hast du einen freien Willen, hast du jemals eine Entscheidung getroffen oder ist letzten Endes alles einfach nur ein Geschehen, einschließlich der Entscheidung und das zu überprüfen. Und dann kam er zu, das hat er bei sich gemacht und dadurch kam er halt zu dem Schluss, er hat das ja immer sehr schön gesagt, kein Täter, nur Taten. Ja, das war ja immer so einer seiner Sätze, die er so gesagt hat. Und aus der Richtung kommt er ja. Und das beschreibt er ja dann. Und der Werner hat sich ja wirklich später dann sehr intensiv mit der ganzen Literatur beschäftigt, mit Wu und also die ganzen alten Klassiker, die alten Bücher und kommentiert die und beschreibt die und geht darauf ein und er spricht halt wirklich von dieser absoluten Wahrheit oder hohe Wahrheit, wie sie überall genannt wird. Oder das Problem ist, dass man nicht über das sprechen kann, was das ist, weil es eben sowohl in der Wahrnehmung jeder Beschreibung entbehrt, als auch in dem, was es ist. Das ist absolut nichts. Und absolutes Nichts. Und kannst du, ist jedes Wort, was du verlierst, zu viel. Und darauf wird ja verwiesen, es wird ja immer nur verwiesen auf die absolute Wahrheit, auf das Absolute. Mehr nicht, mehr geht nicht. Und alles, was darauf verweist, ist eben nicht die absolute Wahrheit, weil es nur ein Verweis darauf ist. Hallo? Ja? Kannst du mich hören? Ja. Hallo. Ich wollte nur Hallo sagen, wie geht's dir? Ja, super. Also, oder wie immer. Wie immer. Okay. Also, dem, was ich bin, geht es halt wie immer und dem Mensch hier, dem kann es mal gut gehen, kann es mal schlecht gehen. Aber das ist irre. Ja. Aber dem, was ich bin, geht es wie immer. Mhm. Ja, ich sehe auch, hinter dir ist so ein Kunstbild. Mein Bruder, mein goldener Buddha. Dein goldener Buddha ist das? Ja. Ach so, weil das hat mich jetzt auch interessiert, was das für ein Bild ist. Bild. Einfach. Mhm. Ist auch Kunst so eine Sache, wo dich interessiert? Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ein bisschen jetzt, aber mehr in dieser buddhistischen oder taoistischen Symbolik. Ja, ich habe wie heißt es, Enso, dieser Zen-Kreis habe ich als Bild. Dann habe ich ein riesiges, wirklich ein riesiges Yin-Yang-Symbol. Auf der anderen Seite hier und da meinen goldenen Bruder, den ich wirklich, ich liebe dieses Bild, also speziell dieses, habe ich entdeckt und wow, ich fand auch super, dass das so groß ist. Mag ich einfach sehr. Muss man nicht haben, aber ist halt einfach. Wie lange guckst du dir solche Bilder an, wenn du sie siehst?
Meinst du, wenn ich sie hier hängen habe oder du meinst, bevor ich sie mir kaufe? Oder? Bevor du sie kaufst, also siehst du das Bild und sagst sofort, nee, wow. Das ist alles, was ich also kaufe. Alles spontan. Also das hat sich radikal verändert. Dinge, die ich mag, spontan. Komplette Spontanität. Alles, was ich mag, das springt mich an. Also die Sachen finden mich. Ja, ist, ja, genau, das habe ich mich. Du blätterst irgendwo, sei es Amazon, sei es Dings oder sei es auch, du gehst durch den Laden, boom. Das ist meins. Ja, das ist meins. Und dann wird eben einfach entschieden, ob es gekauft wird oder nicht. Natürlich wird noch Preis geguckt, ne? Klar. Das Geld auch nicht so. Und also ganz normal halt. Ja, und praktische Dinge, da geht es eher um den praktischen Nutzen. Küchengeräte, Werkzeug, ne? Also auch Mobiliar. Ja, also du bist schon ein Mensch, also das sehe ich. Ja, was soll ich sagen? Du nutzt auch Werkzeuge und so. Gell, natürlich, ich heimwerke hier, also warum soll ich kein Mensch sein? Was soll ich denn sonst sein? Das ist ja das, was bleibt. Das ist diese Erscheinung. Du bist Gott, aber du erscheinst ja absolut als Mensch. Also, und da kommst du ja nicht raus. Da kommst du ja nicht raus. Auch wenn du weißt, dass du das Absolute bist, wie du erscheinst, das kannst du ja nicht beeinflussen. Gar nicht. Und der eine nimmt sich dann einfach nur noch als das Absolute wahr, was genauso richtig ist, ist aber trotzdem in diesem menschlichen Körper, aus dem er nicht raus kann, auch wenn der eine Illusion ist. Aber er kann da nicht raus. Ja. Und ich nehme mich halt absolut als Mensch wahr. Aber es spielt gar keine Rolle. Es spielt gar keine Rolle. Das ist absolut nicht wichtig. Moment, ich mag gerade mal, weil im Chat ein bisschen was steht, ich mag ja die Fragen auch gerne beantworten. Ja, ich schalte mich mal kurz stumm hier. Ja. Wie wichtig ist das Menschliche im Absoluten, fragt ja AP. Mir fällt gerade der Satz ein, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja, das hat mir jetzt gerade gestriffen. Also, es wird dann irgendwie beides eins. Eine Unterscheidung kann da eigentlich nicht mehr gemacht werden. Das Beste, womit man es eben beschreiben kann, ist das, was ich eben gesagt habe. Ich bin Gott, aber ich erscheine als Mensch. Und beides ist absolut wahr. Und beides wird absolut auch angenommen. Es gibt dann keinen Menschen mehr, der Gott sein will oder irgendwie allmächtig oder so. Und es gibt aber auch, ist eher so, dass Gott akzeptiert, dass er nur ein Mensch ist. Aber auch irgendwie happy darüber, weil ohne Mensch zu sein, kann Gott nichts. Also er kann schon was, er kann ja das alles erschaffen, aber er kann sich nicht erfahren. Eine Erfahrung, eine bewusste Erfahrung kann eben ohne dieses Menschsein nicht geschaffen werden. Und alles Menschliche wird zutiefst heilig. Alles. Also alles ist eine absolut heilige Erfahrung. Alles. Da gibt es kein, was wunderbar ist, es braucht nicht mehr irgendwelche großen Ereignisse, weil eben alles als absolut großartiges Ereignis wahrgenommen werden kann. Alles. Ob das wirklich ganz, ganz einfach alltägliche Dinge sind. Aber es kann eben auch genauso als völlig belanglos erlebt werden. Alles. Also sowohl als auch. Und mal wird es so wahrgenommen, mal wird es so wahrgenommen. Und wenn es als wenn ganz normales menschliches Leben als also wirklich, ich rede von absoluten Kinderkram, in der Küche sich ein Brötchen machen, das kann als totale Erfüllung wahrgenommen werden. Und das ist echt, also das ist schon cool. Und das wird nicht mit Absicht gemacht, das passiert einfach. Genauso stehe ich ein andermal da und nehme mir schnell ein Brötchen und sage, scheiß Brötchen da. Ja, ich muss weg, ich muss auf Arbeit. Ja, das wechselt sich halt ab. Aber wenn das passiert, diese, dann hört auch der Drang auf,
irgendwelche unheimlich großartigen Sachen erleben zu müssen, weil ganz kleine alltägliche Sachen als absolut großartig wahrgenommen werden können. Das geht mir, ich nehme mal dieses Beispiel, ich hänge mir dieses Bild hier hin oder stelle mir das Buch hin, nur weil das Bild von Werner da drauf ist. Und ich gehe ab und zu vorbei und sehe das Bild, nicht bewusst, passiert, ich gehe vorbei, sehe das Bild und bin für einen Moment glücklich. Oder sehe das Bild kurz an und bin für einen Moment einfach glücklich. Und auf einer Tiefe, die ich vorher aber nicht gekannt habe. Also es bleibt halt auch sowas wie so eine bedingungslose Liebe, die alles ist. Und die wird immer mehr wahrgenommen. Und das ist schon, das kann sehr erfüllend sein. Aber das ist nicht immer. Also im ganz normalen Alltag, wenn man zu tun hat, spielt es auch nicht immer eine Rolle. Das ist ganz verschieden. Aber es macht, es ist sehr schön. Es ist sehr schön, ganz normale alltägliche Dinge als absolut großartig wahrzunehmen. Weil da ist so ein Bewusstsein, das ist nicht als Gedanke, sondern aber ein tiefes inneres Bewusstsein, dass das, was du gerade erlebst, nie wieder erlebt wird. Oder dass das einmalig ist, dass das besonders ist. Es gilt aber für jeden. Also ich meine damit jetzt nicht, dass was ich erlebe, wäre irgendwie was super Besonderes. Ist es eben, aber für diesen Körper, für diesen Body-Mind, weil das, was ich dann erlebe, also wirklich, ich habe das mal im Hardcore-Zen, war ein Buch, was ich früher mal gelesen habe, da hat ein Zen-Lehrer gesagt, also da hat einer entdeckt, hat eine Mandarine gegessen und hat in dem Moment sich absolut erfüllt gefühlt und hat das seinem Zen-Lehrer gesagt. Und der Zen-Lehrer sagte, ja, Mandarine essen ist Erleuchtung. Und das habe ich mir so, dieser Spruch kommt mir da immer manchmal wieder. Weil genau das ist es. Davon reden wir. Wir hatten das letzte Mal. Ich habe es dir gesagt. Probier alles aus, ja, rast voll aus, dreh voll durch, bis du dann am Ende auf der Couch landest und Pizza isst. Und dann bist du erleuchtet. Also das bist du jetzt schon, aber dann wird es dir klar. Weil dann das Pizza-Essen großartiges Erlebnis. Wenn dieser Drang... Ist es besser, Pizza zu essen oder eine Mandarine? Siehst du, da ist schon wieder der Verstand. Es macht gar keinen Unterschied. Ja, das stimmt. Es geht ja nur um diese Wahrnehmung. Es geht nur um dieses Erleben. Das Erleben dieses Moments. Dass du diesen Moment bist. Wird niemals ein anderer, niemand sonst wird jemals diese Pizza essen, die du da hast, ja, oder diese Mandarine. Niemand. Gibt's nur einmal. Und du wirst das nie wieder erleben, diese Pizza zu essen. In diesem Moment, wo du auf dieser Couch sitzt. Du denkst vielleicht, das kann ich doch morgen wieder. Nee, da ist es aber eine andere Pizza, die wird nicht, es wird nicht, du wirst dich anders fühlen. Es wird nie wieder so sein. Nie wieder. Und dann kannst du echt in diesem Moment komplett aufgehen und kannst dich voll auf den einlassen. Und da ist nichts mehr, da ist keine Frage mehr nach Erleuchtung, sondern da ist du und diese Pizza oder Mandarine oder ein Apfel oder isst gar nichts. Es spielt keine Rolle, trinken Bier, es ist egal. Also versteht mich nicht falsch. Also es geht nicht um, das ist alles der Inhalt. Der spielt keine Rolle, der ist bedeutungslos. Auch große Momente können großartig sein. Auch das ist auch nur Mandarine essen. Aber der Verstand strebt immer nach diesen Sachen, die er als besonders, als sonst was und übersieht dabei, dass alles absolut besonders ist. Aber dann kann eben das Gegenteil passieren und dann fängt man an, ach, ich muss alles als besonders wahrnehmen. Nein. Nein. Weil das ist wieder mein. Also das ist wieder dann, ne, ich muss irgendwas so wahrnehmen. Weil selbst bei mir ist es mal ist was absolut besonders und dann ist es großartig und mal gar nicht. Es spielt keine Rolle. Es ging nur um diese Frage mit diesem Menschsein. Ja? Man ist viel, viel, viel mehr Mensch als ich das vorher war. Da kann ich nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, wie das anderen geht. So erfahre ich das.
Feder Leicht fragt, hier siehst du die Welt als deinen Spiegel. Das habe ich mal früher gesehen, heute bedingt schwierig. Tatsächlich, wenn ich ganz bei mir bin, ist die Welt einfach etwas, was passiert und ich bin einfach ein Teil davon und geschehe genauso. Je nach Perspektive kann ich die Welt aber auch als Spiegel wahrnehmen. Wenn ich absolute Liebe bin, kann ich nur absolute Liebe sehen. Wenn ich in diesem Zustand der absoluten Liebe bin, kann ich nur absolute Liebe sehen. Wenn ich im Zustand der Angst bin, kann ich nur Angst sehen. Also dieses, ne, wenn ich im Zustand der Ablehnung bin, kann ich nur Ablehnung sehen. Und so, und da sich diese Zustände abwechseln, muss man schon sagen, dass die Welt immer ein Spiegel ist. Immer. Und weil in einer gewissen Art und Weise erschaffst du ja die Welt, also deine Welt. Aber ist das mein Spiegel sowieso nicht? Also das ist, man kann sie als Spiegel wahrnehmen, aber sie ist es nicht. Weil es ist alles eins. Ist keine Trennung. In dem Moment, wo ein Spiegel da wäre, wäre ja schon wieder eine Trennung geworden. Die ist aber nicht real. Aber in dem Moment, wo man es als Perspektive nehmen will, kann die Welt als Spiegel erscheinen. Das darf auch sein. Also es spielt aber auch keine Rolle, ob man sie als Spiegel wahrnimmt oder nicht. Also es kann passieren, kann nicht passieren. Wen interessiert es? Es geschieht. Und als geschehen ist es in Ordnung. Narashima fragt, war es bei dir Angst, dass diese, ich nenne es mal Freiheit, wieder vergebenes Leiden zurückkommt? Nee, absolut nicht. Die Frage ist mir, hat mir die Yvonne im ersten Interview schon gestellt. Damals musste ich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen und diese, dass das wieder verschwindet. Wie soll ich das sagen? Wenn du absolut null bist, kannst du nichts verlieren. Was willst du verlieren? Absolut null ist absolut null. Ich habe nichts mehr, ich bin nichts mehr. Was soll ich verlieren? Du kannst nichts mehr verlieren. Tatsächlich ist, wünsch dir, dass du alles verlierst, weil dann bist du frei. Deswegen, du verlierst ja den Wunsch, frei zu sein. Und das ist die absolute Freiheit. Ich müsste mir ja wieder wünschen, frei zu sein, um unfrei zu werden, um diese Freiheit zu verlieren. Also nein, da ist absolut keine Angst vor irgendwas, was passieren könnte. Gar keine. Und die schon gar nicht. Also das Leiden, nö. Auch, ich habe ja nicht mal mehr Angst vor Schmerz. Also, und Leiden ist ja die Verdrängung von Schmerz. Darunter leidet man ja. Und nö. Komplett. Also das ist halt das Erstrebenswerte, was sich eigentlich jeder Mensch wünscht, ist diese Angstfreiheit. Die ist schon toll. Also das muss man sagen. Sie wird auch irgendwann unwichtig, weil Angst einfach aus dem System verschwindet. Was es nochmal geben kann, sind so menschliche Ängste. Kann schon nochmal aufbauen. Wenn jetzt dein Job irgendwie bedroht ist, klar, kannst du nochmal zusammenzucken und sagen, ich muss ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Da kann man schon mal nochmal für eine Minute, oder eine Minute ist schon ein Tag viel, aber wahrgenommen in deiner Angst zieht sich die Zeit immer ein bisschen. Aber dann kann man schon mal für ein paar Sekunden so Ruhe. Aber dann ist auch gleich wieder weg, weil wenn es soweit ist, ist es soweit und dann verliere ich meinen Job vielleicht und dann geht es auch irgendwie weiter. Spielt ja keine Rolle. Ja. Also, nee, also so eine Angst kenne ich nicht. Nochmal Narashima fragt, gab es eine Phase bei dir, wo das Nicht-Ich schwankend erkannt und mal da, mal weg? Ja, eine lange Phase, also da rede ich von 5 Jahren oder so, wo das echt da war ich so in diesem Wahrnehmungsbewusstsein, also in diesem Gewahrsein und dieses, dann ist alles, also ich war nicht da und Dings, also 5 Jahre, Katastrophe, sehr unangenehm. Die erste Zeit sehr angenehm, dann ging dieses Ping-Pong-Spiel los. Der
Karl Renz hat es immer bezeichnet wie dieses, das ist eine Rakete, die immer wieder auf den Boden zurückbleibt, bis es halt den Schlag tut und den du eben nicht machen kannst. Das ist dann eben dieses, das ist eben, Karl Renz nennt es mehr so eine Todeserfahrung, also wo das Ich stirbt, ohne dass ein Körper stirbt. Bis dieser Ding nicht irgendwie passiert, wobei das nicht bedingt an irgendwas ist, es scheint ein Teil von diesem Weg zu sein, von diesem Prozess, wenn man so die ersten Erfahrungen macht, scheint es, ich kenne das auch von vielen, das ist dann immer so ein Ping-Pong und dann bist du da und nicht ich und dann ist es mal da eine Erfahrung und da und da und da und mal so, also ja, 5 Jahre waren das und die waren auch nicht nur schön. Silf, das Sein ist in Verbindung immer geliebt, das Ich ist das Leid. Ja, nehme ich anders wahr. Also das Ich ist nicht nur Leid. Aber das Leid kommt aus dem Ich, aus diesem Ich-Gedanken. Ja, ich würde es so rum sagen. Aber das Ich ist nicht nur Leid, das Ich kann auch Freude sein. Kann auch als Freude empfunden werden. Ich kann im Austausch mit einem anderen, der sich als Ich wahrnimmt und wo man in Resonanz ist und Freude miteinander hat. Oder wo auch sowas, romantische Liebe und solche Dinge, die ja nur in so einem Austausch von Ichs möglich, naja, doch, also in einem Austausch ist es nur als Ichs möglich. Ansonsten ist eben, man kann auch zu zweit in Liebe sein und nur in Sein und in Verbundenheit. Das ist aber wirklich, das fühlt sich absolut anders an, da findet ja kein Austausch mehr statt. Das ist dann eher so eine verschmolzene Wahrnehmung. Absolut wunderbar. Also ich sage nicht, dass das, aber es ist eben auch mal schön, zwei Ichs, die sich aufeinander beziehen, scheinbar, warum nicht, macht auch Spaß. Also das Ich ist nicht nur Leid, aber das Leid kommt stark aus dem Ich. So würde ich sagen. Ansonsten verstehe ich, was du meinst. Sehe ich dann auch so. So, AP hat gerade Tränen in den Augen. Immer schön, immer schön. Gefühle immer fühlen, immer zulassen. Ganz wunderbar. Also Gefühle immer, lasst sie zu. Die tun euch nichts. Die sind Geschenke. Pizza, Mandarine, Einfachheit, Menschheit, Arm. So die, ja, das ist absolut alles. Das ist so wunderbar. Und einfach von der Arbeit kommen, nach Hause kommen, egal was, machst du dein Klo sauber. Freust dich über dein saures Klo. Ist so. Kann ganz besonders sein, kann ganz wunderbar sein. Eine ganz großartige Erfahrung. Jede Erfahrung, die gemacht wird, ist in sich großartig, weil sie eben gemacht wird und weil sie absolut vergänglich ist. Und in dieser Vergänglichkeit liegt einerseits die Befreiung, weil man sie durch das Loslassen, weil man nichts halten kann, kann man das in sich aufnehmen, kann man das in sich aufsaugen, kann man diese Erfahrung mit allen Sinnen machen. Und dadurch wird jede Erfahrung so viel tiefer, so reicher, so besonders. Und das ganz normale Menschsein kann dann, ja, NMG fragt, hallo, welche Atmung kannst du empfehlen? Naja, durch die Lunge. Sorry, ich habe mit diesen Atemübungen nichts, gar nichts am Hut. Also habe ich nie gemacht. Buddha hat ja gesagt, allein durch die Atmung kannst du da, oder als Buddha oder Osho, oder weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Ich atme einfach. Also es atmet sich eh von allein. Ist mir völlig Banane. Also was interessiert mich Atmung? Atmung ist in einem Punkt, finde ich, die, wenn du durchdrehst, als
Der Körper ist immer im Jetzt und Hier. Und wenn du bewusst atmest, einfach atmen, egal wohin, Bauch, Dings, aber bewusst nur atmen, kommst du immer wieder runter und kommst ins Jetzt und Hier. Da kann ich atmen, kann ich mal was mit Atmung anfangen, kann sagen, atme doch mal bewusst. Das bringt dich runter, das bringt dich aus der Panik, aus den Gedankenkreisen. Der Körper kann immer nur jetzt und hier sein. Es sind immer nur die Gedanken, die woanders sind. Und die sind auch nicht woanders, die sind auch jetzt und hier. Aber es kommt einem so vor, ne? Als tragen sie dich aus dem Jetzt und Hier weg. Körper kann immer nur jetzt und hier sein. Deswegen in den Körper kommen, was sehr gut über Atmung geht. Das ist das Einzige, was ich zur Atmung sagen könnte. Ansonsten, ich habe nie meditiert groß oder alle diese Sachen, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass man über Atmung irgendwie feststellen kann, dass man geatmet wird, aber das war für mich immer schon klar. Atmung geschieht, passiert. Das ist für jeden Menschen klar. Das geht noch weiter, falls du die Wahl hättest. Hallo, welche Atmung kannst du empfehlen, falls du die Wahl hättest? Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Ich weiß, Wahl? Ich habe keine Wahl. Ich habe doch eh keine Wahl. Aber selbst wenn ich die Wahl hätte auf Atmung, ich habe mal gehört, das tue ich schon immer, im Bauch atmen ist gesünder. Und aber das tue ich irgendwie schon immer. So diese oben, hier, wenn du hier oben so atmest, in der Links, das ist so eine Angst- und Panik-Sache. Ja. Ich kann dazu nicht viel sagen, diese Atmung. Federleicht besonders, aber ohne Bedeutung. Ja, genau. Es ist sowieso immer ohne Bedeutung. Es ist ohne Bedeutung. Aber man kann im Moment ruhig der Sache eine Bedeutung geben. Das macht sie dann noch besonderer. Aber dann lässt man eben das Geschehen und die Bedeutung gehen. Das lässt man dann einfach gehen. Und man kann ruhig mal den Dingen Bedeutung geben. Und man kann auch eine Menschenbedeutung geben. Und ist auch wunderbar. Ihr habt bestimmt Menschen in eurem Leben, die für euch unheimlich viel bedeuten. Dadurch nimmt man sie intensiver wahr. Ist doch wunderbar. Egal, was das ist. Gebt den Ereignissen ruhig Bedeutung. Das schadet nicht. Nur lasst die Bedeutung mit dem Ereignis gehen. Das ist alles. Wenn man dann die Bedeutung festhält und das Ereignis war so bedeutend und das Ereignis geht wieder, weil es ja nichts ist ja stabil, dann fängt dieses Leiden an. Also lass die Bedeutung mit dem Ereignis auch wieder gehen. Dann kannst du jeden Moment als großartig wahrnehmen, als so großartig wie er ist, ohne dran zu haften. Und dieses Nichthaften ist ja auch im Zähnen so, dieses, ne, wenn es überhaupt eine Sünde gibt, gibt ja keine, aber wenn überhaupt, dann ist es haften. Ja. Und muss man die Dinge in sich ins Fließen bringen, fragt hier meiner Meinung nach. Nein, da musst du nichts ins Fließen bringen. Der Fluss ist von alleine, er interessiert sich nicht für dich. Du kannst versuchen, den Fluss anzuschieben. Das interessiert ihn genauso wenig, wie du versuchst, den aufzuhalten. Der Fluss fließt und du fließt mit drin. Alles andere ist eine Vorstellung. Dass du irgendeinen Einfluss hättest auf den Fluss oder dass du nicht im Fluss wärst, ist einfach nur eine Vorstellung. Und du kannst da nichts ins Fließen bringen, du kannst nichts aufhalten. Das sind alles Vorstellungen. Unter diesen Vorstellungen kann man leiden. Aber du kannst nichts ins Fließen bringen und du kannst nichts aufhalten. Gar nichts. Du kannst nichts steuern. Deswegen musst du da nichts ins Fließen bringen. Du kannst das machen. Manchen hilft das, wenn man, wie gesagt, das Scheitern hatte ich in der letzten Runde. Das Scheitern ist auf der Suche durchaus wichtig, immer wieder zu scheitern und eben festzustellen, ich kann nichts ins Fließen bringen. Deswegen kann man das ruhig praktizieren. Und versuchen, irgendwas ins Fließen zu bringen, um eben festzustellen, das ist nicht möglich. Um irgendwann eben das dann auch als Sackgasse zu erkennen und dann das Nächste zu machen, damit zu scheitern und irgendwann aufzugeben. Und in dem Aufgeben offenbart sich dann das Sein.
nochmal erinnern gehen, hast du bewusstseinserweiternde Substanzen auch auf deinem Weg probiert? Nee, also ich habe mal zweimal gekifft und so, das ist ja kein bewusstseinserweitert Alkohol getrunken, aber nicht, dass ich irgendwie, nee, gar nicht. Also Drogen überhaupt nicht und außer mal Teledin im Krankenhaus war geil, aber da war ich halt high. Aber ansonsten nein, gar nichts in der Richtung. War einfach bei mir nicht Teil des Weges. Also ist nicht so, dass ich das, vielleicht hätte ich das auch noch probiert, ne? Weil ich habe ja echt unter der Suche gelitten. Und da gibt es kein Für oder Dagegen. Alles wird zu erfahren. Also ne? Der eine tut es, der tut das und der andere tut das und der andere tut das. Das ist halt einfach so. Und war aber nicht einfach nicht Teil meines Weges. Aber wertfrei. Nicht, dass ich sage, oh mein Gott, sondern nee, war einfach bei mir nicht. Ist nicht passiert. NMG scheinbar, einfach nur scheinbar. Ja, scheinbar. Ja, scheinbar. Das ist alles NMG, scheinbar. Narashima, was würdest du sagen, ist hilfreich, unterstützend, sinnvoll in der Ping-Pong-Phase? Was war für dich hilfreich? Leider nichts. In der Ping-Pong-Phase, das bezieht sich auf die Frage von vorhin, ja, wo ich gesagt habe, 5 Jahre. Ich musste erfahren, dass auch das unheimlich leidvoll ist und dann durfte die aufhören. Ich bin auch mit der gescheitert. Und dieses Scheitern wurde anerkannt. Das war das, was ich dazu sagen kann. Es gibt nichts, was ich da, wo ich sagen könnte, das wäre, ich hätte da irgendwas getan. Gerade weil die zum Ende hin immer leidvoller wahrgenommen wurde, kam dann ja diese finale Aufgabe. Also dieses wirklich finale Aufgeben, wo ich eben dieses Innere, was ich nicht getan habe, sondern was in mir passiert ist, durch mich passiert ist, wie auch immer man das sagen will, dieses komplette Aufgeben in dein Wille geschehe, nicht mein. Und es ist aber kein Dings hier drin gewesen, sondern es war es wie ein durch den ganzen Körper durch. Aber klingt jetzt groß. Ist ganz leicht. Ist ganz leicht. Ist ein ganz, ganz, ist nicht wahrnehmbar. Einfach Andreas Müller nennt es Verpuffen. Diese verpufft. Ja, genau. Das Wort finde ich super. Passt sehr gut dazu. Macht einfach, gib's auf, weg war, nicht mehr auffindbar. Seitdem niemand mehr auffindbar. Also habe keinen mehr gefunden. Wenn ich einen finde, ich sag euch als erstes, ihr seid die Ersten, mit denen ich Bescheid sage. Hab niemand gefunden, keiner mehr da. AP, meinst du denn, dass das Ich unbedingt als Illusion erkannt werden muss? Nö, wofür? Hat keinen Nutzen. Hat absolut keinen Nutzen. Weil es lebt sich ja eh schon so, wie es sich lebt, oder übersehe ich was? Ja, natürlich. Du kannst ja gar nichts machen. Du kannst ja gar nichts machen. Ob du dich als Ich erlebst oder nicht, du hast ja absolut keinen Einfluss drauf. Da ist niemand, der dann Einfluss hätte. Dementsprechend, du kannst das sowieso nicht machen, ob du dich als Illusion erkennst oder nicht. Ob du das Ich als Illusion erkennst oder nicht. Kannst du nicht machen. Es gibt da so Techniken. Gibt es ein Forum, es gibt ein Webforum, wo das durch direkte Wahrnehmung geschult wird, dass man das Ich tatsächlich als Illusion erkennen kann. Und das geht. Wenn man sich darauf einlässt, geht das durch diese direkte Wahrnehmung. Das Problem ist, es bleibt immer noch der übrig, der es durchschaut hat. deswegen, ja, solange da noch einer ist, der das Ich als Illusion durchschaut hat, naja, immer noch am Arsch, bist du immer noch in der Ping-Pong-Phase, weil ist ja immer noch der das Ich durchschaut hat. Am Ende bleibt, dass da eben nicht mal der war, der was durchschaut hätte. Da ist nie jemand gewesen.
Und auch niemand, der jemals was durchschaut hätte oder durchschauen könnte. Das, selbst das ist eben eine Illusion. Aber die wird nicht durchschaut, sondern die wird fallen gelassen. Das ist was anderes. Die wird nicht durchschaut, sondern die war nie da. Es ist eine Illusion. Und der Gedanke, dass irgendwas an dieser Illusion real sein könnte, der wird fallen gelassen. Das ist alles. Weil da war niemand jemals. Auch bei euch nicht, da ist niemand. Auch wenn ihr denkt, da ist jemand. Da ist niemand. Auch jetzt nicht, bei keinem von euch. Kann ich mir in der Runde sagen, also das mache ich jetzt nicht auf der Arbeit. Oder so. Klopf, klopf, wer ist da? Und auch ich habe gefragt, klopf, 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 wer ist da? Niemand. Ja, der ist niemand. Ja. Der ist niemand. Da ist eine Stimme, die Ja sagt, vielleicht auf das Klopf, Klopf, ja. Diese Stimme ist scheinbar da, aber da ist niemand, der die spricht. Nee, ich frage ja dich, deswegen. Ja, ich sag nur. Und das ist eben bei euch auch so. Das ist nur eine Illusion. Und auch das Durchschauen der Ich-Illusion, das Durchschauen der Ich-Illusion ist eine Illusion. Weil niemand da ist, der das Ich durchschauen könnte, weil die Ich-Illusion nie da war. Die ist eine absolute Illusion. Also das hat absolut keine Realität. Es ist nur ein Gedanke und nur eine Vorstellung. Und das, was dann scheinbar passiert, ist, dass diese Vorstellung, dass irgendwas davon real sein könnte, einfach abfällt. Und dann wird eben erkannt, dass das nie da war, dass das immer nur eine Vorstellung war, die oben drauf geplatscht war. Das heißt, auch das Durchschauen der Ich-Illusion führt in eine neue Illusion, nämlich in den, oh mein Gott, ich bin der, der das Ich durchschaut hat. Hast du das nächste Ich am Bein? Also alles, was du tust, stärkt am Ende immer die Vorstellung, ich könnte was tun. Und das stärkt immer die Vorstellung, also gibt es mich als Instanz, die etwas tun kann. Egal was. Und deswegen muss immer alles scheitern. Erst im Scheitern ist das, was man dann vielleicht Befreiung nennen könnte. Aber dann wird einfach nur erkannt, dass das Quatsch ist, dass das alles Quatsch ist, die ganze Zeit. Aber alles. Und das ist irgendwie die... Ja. Es hilft nur ein Ruck. Was ist nur ein Ruck? Warte mal, was hast du vorher da geschrieben? Du hattest doch schon mal was. Vielleicht eine Anmerkung dazu. Nur ein Ruck. Ich weiß jetzt nicht, worauf du dich da beziehst mit nur ein Ruck, aber ja, also dieses Verpuffen vielleicht beziehst dich darauf. Ja, es ist nur ein Ruck, aber es ist ein Rückchen. Es ist nicht mal ein Ruck. Also es ist nicht mal, unter Ruck stellt man sich schon wieder was mega krasses vor, aber es ist wirklich nur so, kommt so ein kleiner Wind und weil es ist eben nichts, es ist wirklich nichts. Es wird ja einfach nur diese Vorstellung fallen gelassen. Aber da eben nie jemand da ist, der das tun kann, kannst du es eben nicht tun, sondern das passiert eben einfach, wenn es bestimmt ist. Interessanterweise kann in diesem Verstehen, in dem wirklichen Verstehen, dass es nur dann einem geschehen kann, wenn es bestimmt ist, genau der gleiche innere Frieden liegen und genau das gleiche Ergebnis. Weil auch dann, wenn man das wirklich in sich aufnehmen kann, kann eben auch erkannt werden, dass eh alles Schicksal ist und dann geschieht das gleiche Aufgeben. Ich habe das immer als ich noch gesucht habe, habe ich diese Vorstellung, was ja auch, ne, dieses darüber reden, dass alles nur Bestimmung und Schicksal ist und alles determiniert, da habe ich immer einen großen Trost drin gesehen. Er hat mich immer lange angehalten, weil dann der Verstand wieder anfing. Aber zumindest als Trost war das doch für mich immer sehr schön. Heute ist es absolut normal, dass alles einfach nur geschieht und dadurch sowieso Bestimmung ist und alles determiniert und keiner irgendeinen Einfluss auf irgendwas hat.
weil ja auch keiner da ist. NMG, ja, das ist krass. Ja, es ist krass. Es ist krass. Es ist krasser Scheiß. Leute, es ist krasser Scheiß. Es macht Laune, es ist Frieden, es ist alles gleichzeitig. Und, mir passieren auch krasse Dinge, wirklich krasse Dinge. Also Bestimmung und so ein Kram ist schon, und ich sehe, also ich habe bei manchen Menschen, also ich kriege so Zeug wie frühere Leben gucken und lauter so krasses Zeug. Also ist echt abgefahren, dass es alles gibt, wenn du offen bist. Also du bist ja dann echt offen. Und das kann natürlich dann bei jedem anders zeigen, aber ich erlebe wirklich krasse Sachen manchmal. Aber die werden dann auch normal. Machst dir da auch keinen Kopf mehr drum. Dass es eben doch ein bisschen mehr gibt als das, was mir vorher zu glauben. NMG nochmal, restlich. Ja, es gibt immer ein Restlich. Das bleibt nicht aus. Geht ja nicht anders. Das Ich ist erst, das kleine Ich ist erst tot, wenn du tot bist. Weil du funktionierst ja nicht mehr. Wenn da gar nichts mehr ist, funktionierst du ja nicht mehr. Also wenn es komplett verpufft ist, dann, naja, du funktionierst schon noch, aber dann ist halt wie Ramana damals, ne? Der sich da in die, wo er sich an, nachdem das passiert ist, hat er sich doch einen Fuß von irgendeinem Berg gesetzt und der wäre gestorben. Dann bleibst du sitzen. Du bleibst einfach da sitzen. Und der wäre gestorben. Das ist dir egal. Dann hast du Hunger. Das ist dir egal. Das ist alles egal. Wenn das Ich vollständig verbrannt ist, vollständig, kein Restlich mehr übrig von dem kleinen Ich, dann gehst du drauf. Wenn sich nicht einer um dich kümmert. Und die haben sich ja dann um Ramana gekümmert. Da hat der Eiterbeulen, Hungerbeulen, ne? Und dann haben sie den ja da weggeholt, weil sie gemerkt haben, es ist ein heiliger Mann. Ja, und dann hat er natürlich Zuspruch von außen bekommen. Und was ist aus diesem Zuspruch entstanden? Ein neues kleines Ich. Ja, also, klar, das brauchst du. Sonst kannst du nicht in den Austausch gehen. Ja, deswegen reden die dann nicht mehr, weil es nicht mehr notwendig ist ohne Ich. Es ist einfach nicht mehr notwendig. Dann, dann sitzen sie in ihren Buden und in Höhlen und auf ihren Bergen und sind Heilige. Und wie Ramana, der dann erlaubt hat, dass man auf dem Zettel ihn, oder er hat mit dem Zettel geantwortet, oder wie war das? Ich weiß es nicht so genau. Ich habe es nicht so mit diesen heiligen Männern gehabt. Weil ich nichts gegen den Rest Ich einzuwenden habe oder gegen ein Ich-Gefühl. Das ist ja eh Bullshit. Also was soll dagegen einzuwenden sein? Da wird immer eine Religion aufgemacht und ein Dings und alle müssen heilig sein und das Ego muss verbrennen. Das ist alles so eine New Age-Kacke. Das ist alles so ein Mist. Ja? Das ist immer so eine Vorstellung, als wird es wirklich eine Trennung geben. Das ist ja auch schon wieder Trennung. Nämlich so dieses, was ist denn Ego? Was ist denn Ich, das kleine Ich? Diese Gedanken, was ist das denn? Das ist Gott, das ist das, was erscheint. Das ist derselbe Scheiß. Es gibt kein Falsch, es gibt kein, auch der Verstand, die Gedanken, das ist alles das, was das ist. Alles, auch das kleine Ich, auch das Ego, auch kein, es ist immer der bewertende Verstand, der sagt, nee, aber ein Ego darfst du nicht haben, sonst bist du nicht erleuchtet. Das ist ein Bullshit. Jeder ist erleuchtet und keiner ist erleuchtet. Weil das ist immer das, was sich einfach erfährt. Und deswegen, diese Restlich, das sind alles so Verstandesmodelle. Es ist einfach nur, wie es sich erfährt. Und mal erfährt es sich wie ein kleines Ich und denkt so, ich bin was. Und manchmal nicht. Und bei manchen mal mehr kleines Ich und wenig Großes und bei anderen viel Großes Ich und wenig Kleines. Und aber wie gesagt, ist nur noch Großes Ich, naja gut, ist nicht mehr lebensfähig. Auch nicht so prickelnd. Also kannst du auch machen, aber ist das dann wirklich, es sind auch nur Ego-Singen, das ist ein heiliger Mann, der redet nichts mehr. Und jemand, der was redet, kann nicht heilig sein. Das ist alles so bewertender Mist. Und aber das darf auch sein. Auch der bewertende Mist ist auch nur das. Das erfährt sich als jemand, der, ach, ich weiß Bescheid. Ich weiß, wer heilig ist und wer nicht. Wow.
Alles ist heilig. Auch der, der da steht, ich weiß Bescheid, ist genauso heilig. Es hilft, die Taten werden durchschaut. Ich habe mit dem Durchschauen so ein Problem, weil eben nichts durchschaut wird. Ich weiß, was du meinst. Es wird eher gesehen, dass Taten passieren. Dass Taten, also oder überhaupt, dass alles wie ein Geschehen ist. Selbst Taten sind schon wieder, weil da schon wieder etwas Getrenntes ist. Da ist schon wieder jemand, der etwas getan hat. Es ist auch schon wieder arg viel. Ja, es ist ein Geschehen. Wenn die Hand sich hier bewegt, ist hier auch niemand, der das, da ist niemand, der das tut. Da ist aber auch nicht die Tat, sondern da ist hier eine Hand, die sich scheinbar bewegt. Warum auch immer. Ich kann jetzt denken, ich tue das. Ich kann das nicht denken. Die Hand bewegt sich weiter und irgendwann hört sie auf. Warum auch immer. Das ist alles. Da ist niemand, der das getan hat und auch die Tat Hand bewegen. Und wenn das aufhört, ist das auch schon nie geschehen. Es ist nur hier, der dann noch vielleicht sagt, oh, das ist gerade passiert, aber er ist sowieso immer zu spät. Er ist immer hinten dran, er klappert nur, was er gesehen hat. Oh, ich habe eine Hand gesehen, haha, die hat sich bewegt, haha, aber da ist schon vorbei. Wenn der irgendwas labert, da ist schon alles vorbei. Also was der labert, ist deswegen völlig Bullshit. Der ist immer an dem Geschehen vorbei. Also ich glaube, den da oben, da glaube ich kaputt. Ne? Ich weiß ja nicht mal, ob der da oben ist. Also Gedanken sind einfach etwas, was da ist. Auch das ist nur eine Vorstellung, dass die hier passieren. Die werden einfach wahrgenommen, wo auch immer die herkommen. Ich glaube auch nicht mehr daran, dass die da entstehen. Das ist mehr so wie so ein Empfänger. Du identifizierst dich halt mit den Gedanken nicht mehr und dadurch sind die nicht mehr so nah bei dir. Das ändert sich dann auch. AP so hilfreich, Thomas. Herzlichen Dank, dass du hier ein bisschen zur Verfügung stellst dafür. Sehr gerne. Ich hatte am Anfang vor, mehr zu machen. Ich muss mal gucken, ob ich da ein bisschen reinrutsche. Also es ist wirklich so, dass bei mir, mir macht es schon Freude und ich habe auch... Wenn jemand das Gefühl hat, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas davon helfen kann, weil wem soll ich helfen? Aber wenn jemand das Gefühl hat, dass es ihm hilft, finde ich das sehr toll. Also dann bin ich sehr dankbar dafür. Und auch über solches Feedback. Vor 4 Wochen habe ich noch gesagt, ich möchte mehr machen. Ich möchte vielleicht einen eigenen YouTube-Channel. Aber mich hat es echt in den letzten 4 Wochen ganz schön reingenommen. Ich habe meinen regulären Alltag arbeiten gehen, meine Wohnung musste ich ja erstmal einrichten und so. Und jetzt hat es mich wirklich weggenommen. Also so ist ganz viel so mit mir passiert, so ne, was ich erzählt habe, was man als Heilung bezeichnen könnte. Damit habe ich nicht gerechnet. Das scheint sich jetzt gerade wieder so ein bisschen zu stabilisieren. Dadurch habe ich diesen Termin halt auch komplett, der ist so völlig aus dem Bewusstsein gerutscht. Ich dachte auch, der wäre noch später im November, wobei ich sehe, der November ist ja fast schon. Deswegen mag ich im Moment nicht zusagen, aber ich möchte gern wieder diese Treffen machen und vielleicht auch diesen YouTube-Channel. Es ist schon noch im Kopf, aber im Moment ist so gerade so dieses, es kommt eh irgendwie gerade alles anders, als ich denke. Also wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Weil ich gehe da und dahin und habe das und das vor. Das tut sich halt gerade alles so ein bisschen noch mehr als jemals zuvor. So, wenn du Pläne machst, wie war das? Wie denn? Weiß das einer gerade, diesen Spruch? Wenn Gott lacht, während du Pläne machst oder so, ne? Irgendwie so. Und das erlebe ich gerade sehr intensiv. Also ich stelle mich gern mehr dafür zur Verfügung. Ich mache es nur gerade im Moment nicht als Zusage. Mir macht es eine große Freude, wenn ihr das als hilfreich erlebt. Das ist sowas, das fängt dann an, so dieses Geben wollen.
auch wenn man es nicht kann, weil man wirklich hilflos ist. Weil niemand da ist, der was geben könnte, und trotzdem wird es so wahrgenommen. Und da man im Moment lebt, reicht das schon. Also wenn ich dieses Gespräch, was wir führen, auch wenn das über Chat ist, als angenehm, ist das eine schöne Erfahrung für mich. Und ich nehme es als schöne Erfahrung wahr, wenn ich von euch solche Feedbacks bekomme. Nicht auf so eine Ego-Art mehr, auf so eine, wenn ich für euch, und wenn es eine Minute ist, wo ihr sagt, ich fühle mich wohl damit, ist eine ganz tolle Sache. Ganz tolle Sache. Das war auch Mandarine essen. Ja. Wir haben nur dieses eine Leben, und was man als freudvoll und angenehm und schön empfindet, darf alles sein. Ich muss ein bisschen, weiß gar nicht, ich war eh zu spät, ne? Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Außer der Wolfram schickt uns alle ins Bett. Wir haben gesagt, so bis 10 können wir machen. Ah, super, dann haben wir ein paar Minuten. Dann gehe ich hier noch ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Geht es dir auch so, Isabel schreibt, geht es dir auch so, dass du dich wie in einem Traum fühlst, also das Sein in seinem Empfinden Traum gleich? Ja, also das ist was, das ist manchmal schwer zu beschreiben. Manchmal ist es auch einen ganzen Tag ganz komisch. Also manchmal ist es echt so, dass es so irgendwie ist es real und kaum zeitgleich. Also ganz komisch. Kann ich nicht in Worte fassen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du das hast, mach dich nicht verrückt. Ich glaube, das ist normal. Ich weiß auch nicht, was dann normal ist. Es spielt dann irgendwann auch keine Rolle mehr. Du interessierst dich eigentlich nicht mehr. Für den einen Tag ist es so, den anderen Tag ist es so. Mal ist es eine Stunde so, mal ist es eine Stunde so. Mal ist es alles wie früher und du empfährst alles als die physische Realität als komplett real. Und dann kommen wieder Momente, wo du denkst, und dann kann ich nicht. Aber dieses, ich weiß, was du meinst mit diesem Traum gleich. Was ich auch habe, ist, wenn ich intensive Träume habe, ich kann dann, die werden dann so real, dass wirklich, also Traum und Realität, sehr gleich empfunden werden. In der Wertigkeit. Vorher war das immer so, der Traum war nur eine Illusion und das hier Realität. Jetzt ist das so, keine Unterscheidung mehr. Keine Unterscheidung mehr. Weil der Traum, also das Träumen im Schlaf, ist eine Illusion in der Illusion. Und das ist alles dann irgendwie gleichwertig. Es ist ja nur Wahrnehmung. Es ist ja immer nur Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist die Konstante. Und was wahrgenommen wird, ist, unterscheidet sich scheinbar, ist aber auch irgendwie eine Konstante. Ganz schwer zu beschreiben. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, geht mir auch so. NMG, das Ego Gottes, natürlich das Ego Gottes. Wem denn sonst? Ist ja kein anderer da. Jedes Ego ist Gott, nichts anderes. Und deswegen, wenn du es ablehnst, kommst du nur ins Leid. Das heißt nicht, dass das alles toll finden muss, was Egos tun. Auch wieder Quatsch, ne? Also, aber es darf alles sein. Aber diese Vorstellung, jemand, der ein Ego hat oder ein Restego, das ist ja nur eine Wahrnehmung, das ist ja nur ein Wort. Ja? Das ist nur eine Interpretation. Der sagt etwas so und so, also bin ich der Meinung, der hat noch ein Ego. Und das ist Bullshit, das ist eine persönliche Interpretation von dem, der da sitzt und diese Interpretation vornimmt. Und der sagt dann, ja, der kann nicht erleuchtet sein, weil der hat das und das gesagt. Aber die Tatsache ist, es ist niemand erleuchtet und es sind alle erleuchtet. Beides ist absolut wahr. Als es noch nie einen Erleuchteten gab, also als ich gab und keine Person. Also, das sind alles nur Geschehen. Du bist ein Geschehen, ich bin ein Geschehen. Das, was du fühlst, ist ein Geschehen. Das, was ich fühle, ist ein Geschehen. Das, was ich denke, ist ein Geschehen. Das, was ihr denkt, ist ein Geschehen. Das sind Dinge, die passieren. Mehr nicht.
NMG, erleuchtet, unerleuchtet, Trennung. Genau, das ist dieser Trennungsgedanke. Das ist halt Verstandesbewertung, der immer nur trennen und einteilen kann. Das ist aber seine Arbeit, das macht er. Macht er gut. Das ist sein Job. NMG ist, es hilft genau. Es hilft, das bezog sich auf das Erkenntnis. Ach, mit dem Ruck, ja. Der Ruck ist das Erkenntnis. Genau, das ist nur so ein Rückchen. Rückchen, na egal, schreibt sie noch. Ja, es ist egal und ist es nicht. Man kann drüber reden. Und das ist genauso schön, wie zu sagen, ist auch wurscht. An und für sich ist eh alles wurscht und egal. Aber ich fand es auch schön, einen Satz, den ich sehr mag, auch von Werner, hat er mal in einem Video gesagt, den habe ich mir gemerkt. Der hat mir wirklich 2-3 Mal geholfen, gerade jetzt in dieser Dekonditionierungsphase. Der Werner hat immer gesagt, auch mein Kaffee ist eine Illusion, aber ich trinke ihn trotzdem gerne. Also insofern, ja, alles ist bedeutungslos, aber man kann es absolut genießen, gerade weil es bedeutungslos ist. Und ich fand das immer ein schönes Ding, weil es geht mir halt genauso. Manchmal tappt man so, auch ich habe dann immer so in diese Falle manchmal, ne? Jetzt habe ich das so ernst genommen. Ja, nimm doch die Dinge ernst. Also auch die Tasse Kaffee ist auch eine Illusion. Aber wenn du es ernst nimmst, schmeckt sie besser. Anna-Maria, es gibt keine Trennung. Der Hinweis reicht völlig aus. Und wenn das erkannt wird, dann spielt es keine Rolle, was gedacht, gesagt oder getan wird. Ich verstehe hier alles. Vielen Dank. Genau, es gibt einfach keine Trennung. Es gibt keine Trennung. Dass es eine Trennung gäbe, ist eine Vorstellung. Das ist alles. Das ist alles. Es gibt die Trennung nicht. Deswegen ist auch jeder Versuch, irgendwas zu erkennen, nicht möglich. Du kannst nicht etwas erkennen, was sowieso so ist. Weil du müsstest aus der Trennung in die Einheit kommen. Aber du bist immer schon die Einheit. Und nur die Vorstellung fällt runter, dass es anders wäre. Mehr kann eigentlich zu dem Erlebnis, zu dem Erkennen nicht gesagt werden. Außer, dass die Vorstellung abfällt, es würde eine Trennung geben. Wie auch immer das passiert, das kann eben ganz anders sein. Beim Werner war das eben dieses keine Taten. Bei mir war das dass dieses Ich abgefallen ist. Das ist, jeder hat da sein eigenes Wie es passiert ist. Das Wie ist immer so, oder wo man herkommt, ne? Oder wie man den Weg erlebt hat und so. Das ist immer anders. Das ist immer persönlich. Das ist immer die eigene Geschichte. Das ist immer ganz speziell. Und das ist immer richtig. So wie das für den jeweiligen erlebt wird. Aber letzten Endes wird eben erkannt, einfach nur, gibt keine Trennung. Und es gab auch nie eine Trennung. Aber selbst es gab keine Trennung, ist schon wieder zu viel gesagt, weil da schon wieder so irgendwas mitschwingt. Es wäre es vielleicht doch mal irgendwie da gewesen. Es gibt keine. Es ist alles nur Einheit. Und das ist in jedem Moment so. Und dass es Trennung gäbe, ist eine Vorstellung des Verstandes, denn nichts anderes kann als zu trennen. Das muss er. Wenn er nicht trennt, funktioniert das Leben nicht. Also das Leben, wie wir es erleben, unser Erleben, unsere Realität, unsere Gesellschaft, die funktioniert dann nicht. Tiere trennen nicht, die leben rein intuitiv. Funktioniert auch. Aber wir leben nicht in einer solchen Welt. Wir müssten mal zurück in den Wald. Würde aber auch gehen. NMG, Gott versus Gott. Ja, immer Gott versus Gott. Ist sowieso immer. Gott legt sich immer mit sich selber an. Das ist sein größtes Spiel. Das finde ich mega. Ja, also Gott legt sich immer mit sich selber an, den ganzen Tag, ständig. Also das geht immer zu. Finde er großartig, einfach aus Liebe zu sich selbst. Damit hier was passiert. Ja. Ist aber toll. Ähm,
kann man dich noch anders kontaktieren als per E-Mail? Bist du auf Facebook? Ja, ich bin auf Facebook, Thomas Herz. Ihr kennt ja mein Bild, ein bisschen scrollen oder so. Also E-Mail ist in Ordnung, Facebook ist okay, ihr könnt mich anschreiben, ihr könnt auch mal telefonieren, wenn man was habt und so. Muss ich mal gucken, nicht zeitlich, aber kriegen wir alles. AP habe große Resonanz zu dir und dem Gesagten, kann dir sehr gut. Toll, finde ich wunderbar. Finde ich wunderbar. Vielen Dank für das Feedback. Dankeschön. Und jetzt haben wir es auch 10. Und das letzte Mal habe ich so böse überzogen. Also AP, wie gesagt, guck einfach, Thomas Herz, Facebook, findest mich schon. Dann vielen, vielen Dank auch für das. Und entschuldigt bitte, dass ich euch habe warten lassen. Das war nicht in meiner Absicht. Und ganz lieben Dank, dass ihr so geduldig auf mich gewartet habt. Das ist ja auch, ich dachte, da stimmt, war ja schon eine halbe Stunde drüber. Ich dachte schon, da kommt keiner mehr und ist keiner mehr da, dass ihr echt noch da wart. Also Respekt. Ganz lieben Dank euch allen. Ich wünsche euch eine wunderbare gute Nacht. Ja, es wird auf jeden Fall einen neuen Talk geben, weil mich das sehr freut. Also wenn ihr das möchtet, was ich auch das Gefühl habe, und wenn der Wolfram mir nicht den Kopf abreißt und weil ich so unzuverlässig war, dann wird es auf jeden Fall einen neuen Talk geben. Ich sage jetzt mal, im Moment keinen Termin zu und mal gucken. Die letzten 3-4 Tage war ich wieder echt so stabil. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ja, nicht, dass da noch irgendein alter Scheiß hochkommt und ich nochmal eine Woche im Bett liege und rumheul und nicht mal weiß, warum. Kann ja auch passieren. Ja, ganz lieben Dank euch allen. Danke dir. Ja, danke. Und schlaf gut. Danke, ja? Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.